Dieses Schloss im Thüringer Wald hätte das letzte Versteck Adolf Hitlers sein sollen. Die Schlosskirche war Vorratskammer für die Küche eines DDR-Devisenhotels. Das Schloss war Luxusherberge, Musentempel und Lustschloss. Entstanden als Palast geborgter Mythen. Die Wiege Thüringens. 1000 Jahre deutsche Geschichte. Treuhand inklusive. Bei mir ist es ein Stück Wut, weil ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass unser schönes Schloss zugrunde geht. Ich liebe diesen Park, dieses Schloss und ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass es das alles nicht mehr gibt. Ein Ort so besonders, dass sich die Thüringer Landesregierung zu einem in der Bundesrepublik nie dagewesenen Schritt gezwungen sieht. Der Enteignung der Eigentümer. Und dass die wilde Zeit später dieses Schloss quasi zum Preis gemacht hat, dass sie zwischen alle Fronten geraten ist und mehr oder weniger von Hasardeuren leider ruiniert worden ist, das ist eine bittere Geschichte. Der Jurist Christoph von Berg ist heute renommierter Anwalt in Leipzig. Anfang 1990 ist er Vorstandsassistent beim Kaffee-Riesen Tschibo in Westdeutschland und verhandelt in Eisenach über die Expansion in der DDR. Alles läuft gut, bis auf eines. Dann waren wir untergebracht in dem Hotel Stadt Eisenach. Ich weiß nicht, wenn Sie Eisenach kennen, ist das ja so, dass da im Winter war die Braunkohle im Zimmer, vor dem Zimmer und überall. Also das war für uns kaum auszuhalten. Wir selber rochen ja nur noch nach Braunkohle. Und da habe ich gesagt, entweder gibt es jetzt für mich eine Lösung hier in Form eines Schlosses oder ich fahre jeden Abend in den Westen zurück. Die leise Drohung wirkt. Die DDR-Seite empfiehlt Christoph von Berg ein Schlosshotel, eine halbe Autostunde von Eisenach entfernt. Gelegen am Rande des Thüringer Waldes in Reinhardsbrunn. Als wir da das erste Mal reinkamen, habe ich gesagt, oh, das ist jetzt ein schönes Schloss im englischen Stil, so wie wir das auch von England-Touren her kannten. Alles wunderbar und das Schloss strahlte eine Ruhe aus. Also das könnte was sein. Hier kann man, glaube ich, wohnen. Am 26. Januar 1990 ist Christoph von Berg das erste Mal in Reinhardsbrunn. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mit einem Schloss? Und mit einer Frau. Christoph, das ist aber schön, dass wir uns mal sehen. Herrlich, oh, schön. Das ist ja ganz klar. Mensch, 28 Jahre haben wir uns kennengelernt. Ja, das war eine gute Zeit. Das war eine gute Zeit. Verschiedenste Menschen, die da waren. Genau, und, genau. Und Elisabeth war die Beste. Das geht jetzt runter wie Öl, gell? Das Schlosshotel Reinhardsbrunn ist 1990 ein florierendes Hotel des VEB-Reisebüro der DDR. Gehobene Gastronomie, Gäste aus dem Westen, Wissenschaftler, Touristen, Kulturinteressierte. Elisabeth Hügel ist hier die Empfangschefin. Für die Thüringerin ein Traumjob. Als Kind haben wir immer Ausflüge sonntags oder an Feiertagen ins Schloss Reinhardsbrunn gemacht. Man ist dann im Park spazieren gegangen oder hat im Ahnsaal Kaffee getrunken. Das war natürlich die Krönung. Und ich habe mich dann wirklich sehr gefreut, als ich hier mit meiner Arbeit begonnen habe. Und wir haben uns alle gut verstanden. Wir haben am Schloss so gehangen, als ob das uns gehören würde. Wir haben uns wirklich immer engagiert. Das war eigentlich so ein Grundanliegen. Ja, Elisabeth, pass auf, geh vor. Oh. Du musst aber aufpassen, wo du hintrittst. Oh. Guck mal her. Meine Güte, ja. Die Kapelle. Seit 20 Jahren verfällt Elisabeth Hügels Lieblingsschloss. Reinhardsbrunn ist ein verlorenes Paradies. Ja, hier ist alles anders, hier unten. Na,
Nein, das war mein Reich hier. Ja, das war dein Reich hier. Ich werd verrückt. Ja. Nein, das war mein Büro. Ja, das war ja. Das war mein Büro. Ja, genau. Die Wände wecken sofort Erinnerungen. Vor allem an eine trübe Novembernacht 1989, als sich auf Schloss Reinhardsbrunn eine Zeitenwende ankündigt. Elisabeth Hügel ist damals mit einer Kollegin allein in der Empfangshalle. Es war ganz ruhig in der Halle und ich habe Stimmen gehört. Und da bin ich rausgegangen, habe geguckt, habe sie gefragt, hast du dich mit irgendjemandem unterhalten? Und da hat sie gesagt, nein, hier ist es ganz ruhig. Ich sage, ich höre Stimmen da drin. Von einem Schlossfenster aus beobachten die Frauen zwei Männer, die im Schutze der Nacht voll bepackt das Haupthaus verlassen. Männer, die sie vorher noch nie gesehen haben, die weder Gäste noch Angestellte sind. Und im Hof parkte ein Auto, muss man dazu sagen. Und die haben irgendwas ganz schnell noch in dieses Auto eingeräumt, reingesetzt und weggefahren. Hier, unsere Freunde von der Sicherheit, da. Ist da noch was drin? Ja, doch. So ein ja, siehst du, das war die Apparatur. Die Apparatur, immer, oder? Wir haben dann gesehen, dass dort hinten noch eine Tür war. Und natürlich sind wir dann da hinten reingegangen und haben geguckt. Und da war wie so eine Telefonzentrale. Da stand eine Liege drin, da war ein Sessel drin. Also die haben sich offensichtlich länger dort hier aufgehalten. Ein Raum, von dessen Existenz die Frauen bisher nichts wissen. Die Abhörzentrale der Staatssicherheit für das gesamte Schloss. Die Reste gibt es immer noch. Die ganzen Was ist das Batterien. Na, das sind Batterien, oder? Na klar. Wofür waren die denn? Na, bestimmt für die Telefonanlage. Mit Batterien? Nun, die wussten schon, wie die Mobilität geht hier. Natürlich. Das ist ja Wahnsinn, gell? Dass die direkt hinter mir sitzen, da wäre ich nie drauf gekommen. Wirklich nicht. Die Mauer fällt. Die Stasi geht, die Wessis kommen. Auch Christoph von Berg. Und das Schlosshotel wird zum gefragten Geheimtipp. Elisabeth, die Decke wurde doch erst 89 fertiggestellt. Ganz genau. Das war also alles neu. Das war das Letzte, was gemacht wurde am Schloss, war diese Decke. Und dieser Raum hier. Schloss Reinhardsbrunn scheint wie geschaffen für die goldenen Zeiten des Aufbruch Ost. So, Elisabeth, jetzt kommt der Klosterkeller hier. Oh, ich bin gespannt. Mal, mal sehen, wie das aussieht da. Hier haben wir auch schöne Stunden verbracht. Ja, hier haben wir schön gesessen. Oh, ja. Guck dir das an. Oh, hier war die schöne Bar. Stück für Stück taucht Christoph von Berg ein in seine Geschichte mit diesem Schloss. Opulente Abendessen zwischen 1000 Jahre alten Säulen. Wo geht das noch? Dies war der Klosterkeller. Der Klosterkeller, also, ganz genau. Und hier konnte man sehr gut, also wirklich gut essen. Also das konnte man nicht anders sagen. Also es gab hier Fleisch, das war ein Ahnenschwert. Das kam so direkt, nicht fast angefahren. Und da war Unmengen von Fleisch draufgespießt. Und das konnte man dann runterziehen. Das war sehr beeindruckend, das hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Es kostete damals Abendessen 3 Westmark. Unwiderstehlich. Christoph von Berg beschließt, im Osten zu bleiben. Er wird Dauergast im Hotel. Und ihm folgen viele, viele andere aus dem Westen. Juristen, Berater, Consultants, unterschiedlichster Couleur. Also da möchte ich, das kann man nicht beschreiben. Also die waren, die Briten, irgendwelche VEBs. Und ich frage, wir haben mich immer gefragt, was machen die da eigentlich genau? Außer Rechnungen schreiben. Von Berg wird Anwalt in Gotha und beobachtet erstaunt, wie viele Glücksritter nach und nach die Ostwirtschaft abwickeln. Angeführt von der Treuhand.
Also da ist vieles nicht richtig gelaufen, insbesondere was die Treuhand angeht. Ich habe die Treuhand als Anwalt nie vertreten, weil ich das nicht vertreten konnte, was die machten. So, dabei Warum? Würde ich es mal belassen. Wie? Warum? Was war das, was Sie... Ja, weil ich sah, wie Dinge kaputt gemacht wurden, wo man sagte, warum mussten die jetzt eigentlich gerade zumachen? Die hätten doch auch einfach jetzt mal weitermachen können. Auch das Schlosshotel Reinhardsbrunn steht damals unter Treuhandverwaltung. Niemand ahnt, dass das bald ein Problem werden könnte. Das Hotel ist ausgelastet. Die hohe Politik tagt hier. Wer was auf sich hält, kommt nach Reinhardsbrunn. Wir waren ehrlich gesagt fest davon überzeugt, dass niemand dieses Hotel zumacht. Und wir waren voller Hoffnung, dass alles gut wird, dass man umbaut. Es war wirklich, ich habe da immer dran geglaubt. Doch es sollte ganz anders kommen. Und das lässt die, die diese Zeit miterlebt haben, bis heute nicht los. Reinhardsbrunn ist nicht ein Schloss wie jedes andere, richtig. Es ist ein ganz besonderes Schloss. Und es gibt andere Schlösser, wo ich sage, ja gut, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Aber hier ist das was anderes. Schloss Reinhardsbrunn ist auch heute wieder ein Spiegel deutscher Geschichte. Wie es dieser Ort immer war, 1000 Jahre lang. Die promovierte Kunstwissenschaftlerin Friederike Kruse aus Coburg, Spezialgebiet Bauforschung und Denkmalpflege, ist auf einem Schloss aufgewachsen. Als sie 1991 über Reinhardsbrunn zu forschen beginnt, ahnt sie noch nicht, wie sehr sie dem Schloss verfallen wird. Ich war 13, als ich nach Coburg gezogen bin und habe dadurch natürlich ein besonderes Gefühl für solche Gebäude und auch dafür, wie schön es ist, wenn eben kein Tourist mehr da ist und man einen Schlüssel hat und überall rumgehen kann und sich alles angucken kann, ja. 1991 will Friederike Kruse ihre Abschlussarbeit an der Universität Bamberg schreiben. Es zieht sie, so kurz nach der deutschen Einheit, ins nahe Thüringen, ein Land voller Schlösser. Sie will mithelfen, dass diese erhalten bleiben, und fragt im Denkmalschutzamt in Erfurt nach einem geeigneten Objekt. Ich habe gesagt, meine Arbeit soll nicht einfach so eine theoretische Arbeit sein, die im Regal verstaubt, sondern ich möchte gerne eine Grundlage schaffen dafür, dass ihr eins der Gebäude restauriert. Und haben gesagt, wenn Sie was machen, dann nur Reinhardsbrunn. Und dann habe ich mich auf die Arbeit gestürzt. Im Gotha-Landesarchiv stößt Friederike Kruse auf einen Schatz, den sie nicht erwartet. Die kompletten Baupläne und Bauberichte über die Errichtung von Schloss Reinhardsbrunn. Geplant hat sie für ihre Arbeit ein Jahr. Friederike Kruse aber wird 7 Jahre daran arbeiten. Ich bin froh, dass ich aus dem Vollen schöpfen konnte und in eine Welt Einblick bekommen habe, die einem wirklich fremd ist. Friederike Kruse stößt bei der Arbeit auf die Geburtsstunde eines Herzogtums, das sich im 19. Jahrhundert zum wichtigsten der Deutschen entwickelt. Das Haus Sachsen, Coburg und Gotha, das wenige Jahrzehnte später halb Europa regiert. Alles beginnt, als Herzog Ernst von Sachsen-Coburg den Landesteil um Gotha hinzugewinnt, 1826. Und das in einer Zeit, in der die Macht des Adels überall in Europa in Frage steht, so sehr wie niemals zuvor. Herzog Ernst I. hat die französische Revolution miterlebt, hat die napoleonischen Kriege miterlebt, hat Metternich kennengelernt, war sehr gut befreundet, ein enger Briefverkehr zwischen den beiden und hat dessen restaurative Politik hundertprozentig unterstützt. Er war konservativ. Das heißt, Herzog Ernst hat sich als absoluter Herrscher von Gottes Gnaden gesehen.
Und der Herrscher will ein Symbol für die Macht im neuen Thüringer Landesteil. Herzog Ernst will ein neues Schloss. Und er will es an einem Ort, der wie kein anderer für die Wurzeln Thüringens steht. Reinhardsbrunn. Hier soll das Schloss entstehen. Auf den Grundmauern eines 1000 Jahre alten Klosters. Das einstmals das zentrale Kloster der Thüringer Landgrafen war. Hier waren alle, die Thüringen im Mittelalter groß und bedeutend gemacht haben. Ludwig der Springer, die heilige Elisabeth. Ernst der Erste borgt sich den Mythos der alten Thüringer und beschließt 1827, das ist der richtige Ort für ein neues Schloss im neuen Landesteil. Auf diese Dynastie beruft sich Herzog Ernst I. und legitimiert damit, dass er Herzog in Gotha sein darf. Und es ist ganz sicher ein Machtsymbol. Ernst I. scheut keinen Aufwand. Die detailreiche Neogotik des Schlosses lobt das Mittelalter. Hunderte Steinmetze arbeiten gleichzeitig an prachtvollen Symbolen für die gute alte Zeit, als die Welt noch in gottgegebener Ordnung war, vor Revolutionen und Bürgertum. Das alles ist teuer. Dazu der englische Park, die Schlangenfichten, die Pyramideneichen, all die seltenen Bäume. Ganz zu schweigen von den aufwendig gestalteten Sichtachsen. Beim Garten war es noch extremer. Er hat große Bäume versetzt, damit der Garten gleich schön ist und ein englischer Landschaftspark ist. Das hat sogar Fürst Pückler Muskau fasziniert, dass sowas geht. Und wenn er dann hergefahren ist, hat er dann in einem Garten einen Baum gesehen und gesagt, da müssen wir jetzt mal vorbei und mal fragen, den Baum möchte ich. So sind die Kosten natürlich explodiert, weil es immer in eine Richtung geplant ist. Und dann hat aber Ernst gesagt, nee, ich möchte es jetzt so. War damals aber üblich. Der Aufwand lohnt. Reinhardsbrunn wird zur Stilikone, sogar für Neuschwanstein. Dieses kleine, feine Schloss kann man vorzeigen. Es wird wichtig werden. Vor allem für die Söhne von Ernst. Albert, der Jüngere, heiratet 1840 in London die englische Queen Victoria. Immer wieder ist das Königspaar in Reinhardsbrunn. Victoria wird später sogar sagen, dies ist der romantischste Ort, den sie kenne. Ernst, der ältere Sohn dagegen, wird Herrscher in Gotha und reformiert das Land, garantiert bürgerliche Verfassungsrechte. Er macht Reinhardsbrunn zum Treffpunkt von Liberalen, Künstlern und Freigeistern. 7 lange Jahre forscht Friederike Kruse schließlich für ihre Doktorarbeit. Während einer Doktorarbeit beschäftigt man sich so unglaublich intensiv mit einem Thema, dass man das einfach, also ich jedenfalls, es wirklich liebe. Ende des 19. Jahrhunderts plant Ernst eine neue Kirche für Schloss Reinhardsbrunn. Sie soll etwas ganz Besonderes werden. Das gelingt. 1874 ist es soweit. Die neue Kapelle am Schloss Reinhardsbrunn ist ein Schmuckstück von Originalität und Kreativität.
Der Baumeister hat das schon geschickt gelöst. Und die Kirche sucht schon ihresgleichen jetzt als reine neoromanische Schlosskirche. Das ist auch wirklich ein ganz architektonisches Baudenkmal ersten Ranges. Und wir hatten hier mal den obersten Bausachverständigen der Landeskirche. Und wir wollten mal wissen, was kostet es denn, so eine Kirche wiederherzustellen? Und hat er kurz überschlagen, ca. 1 Million. Und das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn man denkt, was ein Kilometer Autobahn kostet oder gar ein Jagdflugzeug. Der Kirchenmann Christfried Bölter war lange Zeit Pfarrer im benachbarten Friedrichroda. Seit Jahren erforscht er, warum Reinhardsbrunn ein so heiliger Ort für Thüringen werden konnte. Wir haben bis heute hier an der höchsten Stelle des Parks Reinhardsbrunn ein Baumdenkmal, das einen schönen Namen trägt, 12 Apostel, ein Baumring im Kreis gepflanzt. Und da hat dann die Archäologie auch rausgekriegt, hier muss mal ein germanisches Heiligtum gewesen sein, eine Thingstätte. Ein heidnischer germanischer Gerichtsort. Tatsächlich findet sich ein paar hundert Meter oberhalb von Schloss Reinhardsbrunn inmitten des viele Hektar großen Parks ein geheimnisvoller Baumkreis. 12 Bäume. Die 12 als Zahl für die Vollkommenheit. Ein Denkort der Heiden mit einer speziellen Energie, die auch die Thüringer Landgrafen spüren vor über 1000 Jahren, als sie sich hier ansiedeln, nachdem der Landstrich christianisiert ist. Sie entscheiden, diesen Ort für sich zu nutzen. Besonders der Erbauer der Wartburg, Ludwig der Sprenger. Ihm war das Heiligtum so wichtig, dass er sein Kloster genau an der Stelle errichten ließ. Ludwig der Sprenger macht Reinhardsbrunn vor 1000 Jahren zum zentralen Kloster Thüringens. Reinhardsbrunn wird zum Ort, wo die Ahnen begraben werden, wo Buch geführt und studiert, wo gedacht, diskutiert und gesprochen wird. Das alles macht Reinhardsbrunn zur Wiege Thüringens. Nur deshalb stehen hier Schloss und Kirche. Der Christenmensch Christfried Bölter versucht diesen Ort seit vielen Jahren zu bewahren. Vor allem die Kirche. Ab 1961 ist ja die Schlosskirche nicht mehr in Betrieb, sondern ist Lagerraum gewesen von der Schlossküche, die sie ja gleich hier angeschlossen hat. Zu DDR-Zeiten wird die Kirche von Herzog Ernst II. Zur Vorratskammer der Hotelküche. Viel Platz und immer kühl. 2012 initiiert Christfried Bölter einen Förderverein zur Rettung von Schloss und Park Reinhardsbrunn. Er investiert viel Zeit, um die Politik von der Wichtigkeit dieses Ortes zu überzeugen. Lange Zeit vergeblich. Manchmal fragen mich so meine Frau und meine Kinder, wieso opferst du dich so auf für Reinhardsbrunn? Was ist das Besondere? Und da muss es irgendwas geben, was einen gefangen nimmt. Ja? Das ist sozusagen, das einem zur Lebensaufgabe macht, da muss wieder was passieren. Und das ist ja leider so, dass in den beiden Diktaturen des 20. Jahrhunderts an den beiden Wurzeln, die man hier findet, die religiösen Wurzeln für Thüringen, aber auch die dynastischen Wurzeln für Thüringen, kein Interesse da war. Dieses dunkle 20. Jahrhundert in Reinhardsbrunn beginnt mit einem jungen Herzog. Ein Jüngling Anfang des Jahrhunderts, fesch und adrett. Karl Eduard von Sachsen, Coburg und Gotha, der letzte Herzog. Hitlers Herzog. Harald Sandner ist leidenschaftlicher Historiker aus Coburg. Er hat ein 600-Seiten-Werk geschrieben über den letzten Herzog der Sachsen-Coburg und Gotha. Den Freund Adolf Hitlers.
der noch in England geboren wurde, aber von seiner Großmutter Queen Victoria zum Oberhaupt von Sachsen-Coburg und Gotha bestimmt wird. Er wurde mit 15 Jahren aus einer liberalen englischen Erziehung, er war ja am Eton College, herausgerissen, musste nach Deutschland, wurde zu einem preußischen Offizier erzogen, was er überhaupt nicht wollte. Aber er hatte keine Wahl. Seine Großmutter, Queen Victoria, hat das im Prinzip befohlen. Sie hat wörtlich zu ihm gesagt, try to be a good German. Also versuche, ein guter Deutscher zu werden. Karl Eduard feiert im Juli 1904 mit großem Tamtam seinen 20. Geburtstag in Reinhardsbrunn und Friedrichroda. Er wird Herzog und verschiebt die Machtverhältnisse innerhalb seines kleinen, aber mächtigen Herzogtums nach Gotha. Karl Eduard wurde es von Coburger Seite immer angefeindet, dass er im Prinzip sämtliche wichtigen Hofämter nach und nach von Coburg nach Gotha verlagert hat. Aber der Karl Eduard hat ganz klar erkannt, in Gotha, da kann ich mehr erreichen. Deshalb ist Karl Eduard jetzt oft in Reinhardsbrunn und er entwickelt den Gothaer Landesteil. In Oberhof im Thüringer Wald wird er zum Wintersportler, lässt Golf- und Schlosshotel bauen. In Gotha fördert er die Flugzeug- und Luftschiffindustrie. Der noch nicht einmal 30-Jährige ist überzeugt, Flugzeuge werden zur neuen Waffe in Kriegen werden. Dann kommt der Erste Weltkrieg und Karl Eduard wendet sich gegen das Land seiner Geburt. Für ihn war klar, in dem Moment, wo der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, dass er ganz klar Stellung bezogen hat zum Deutschen Reich. Das war für ihn überhaupt keine Überlegung. Er hat dann auch die Verbindungen nach England ja auch gekappt. Und mehr noch. In Karl Eduards Fliegerstadt Gotha werden in diesem großen Weltkrieg die ersten Langstreckenbomber der Welt gebaut. Die sogenannten Gotha-Bomber. Diese Bomber werden zur Waffe gegen England. Ausgerechnet gegen das Königshaus, deren Herrscher sich einst im Reinhardsbrunner Sommer erholt haben. Am 13. Juni 1917 ist es soweit. Das erste Mal geht es für die Bomber aus Gotha gen London. Das Ziel ihres Bombardements ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, das immer noch den Namen Sachsen-Coburg und Gotha trägt. Der Angriff auf London trifft nicht nur die Docklands, den Hafen, die Bahnhöfe. Er trifft viele Zivilisten und auch die Mayflower Primary School. Allein hier sterben 18 Kinder, alle zwischen 4 und 7. Der Name Gotha wird zum Schrecken in London. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Die Bombardierung Londons, die erste Bombardierung einer Großstadt überhaupt weltweit in der Geschichte, durch Flugzeuge aus dem Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, im Allgemeinen und im Speziellen aus Gotha, aus der dortigen Flugzeugfabrik. Das mündete ja dann schließlich nach 3 Jahren Krieg in die Umbenennung des Hauses Sachsen, Coburg und Gotha in Haus Windsor. Ja, der Name Windsor ist ein reines Kunstprodukt. Man hat irgendeinen Namen gebraucht, weil ansonsten die Monarchie damals am Ende gewesen wäre. So überlebt die Monarchie in England. Der Adel in Deutschland aber verliert die Macht. Auch Karl Eduard. Und damit auch sein Schloss Reinhardsbrunn. Er wurde wie kein anderer deutscher Fürst, das muss man auch sagen, 1918 in Gotha enteignet. Das heißt also, seine Ehefrau durfte noch nicht mal das Kinderspielzeug mitnehmen. Die haben ihn wirklich aus Schloss Friedenstein, aus Reinhardsbrunn und so weiter wirklich rausgeschmissen. Bereits Anfang der 1920er wird Karl Eduard zum leidenschaftlichen Gegner der Weimarer Republik. Reinhardsbrunn erhält er 1925 per Gerichtsbeschluss zurück und wird als einer der ersten deutschen Fürsten Mitglied der NSDAP
und zum Freund Adolf Hitlers. Als das Dritte Reich unterzugehen droht, vermietet er Reinhardsbrunn im Frühjahr 1945 an die Reichskanzlei. Reinhardsbrunn soll Teil des letzten Führerhauptquartiers werden, weit weg von Ost- und Westfront. Schloss Reinhardsbrunn bekam damals den Decknamen Wolfsturm, was also auch ein deutliches Indiz dafür ist, dass dieses Areal, das Schloss selber vielleicht sogar für Hitler persönlich vorgesehen war, weil alles, was mit Hitler zu tun hatte, tarnmäßig bekam den Namen Wolf. Denken Sie an die Wolfschanze oder an die anderen Führerhauptquartiere Wolfschlucht und Werwolf. Doch dazu kommt es nicht mehr. Die Sachsen-Coburg und Gotha werden nach 1945 enteignet. Es ist das Ende dieser Dynastie in Reinhardsbrunn. Der Friedrich Rodar Andreas Pasche entführt heute gern Geschichtsbegeisterte in den Schlosspark. Andreas Pasche macht das ehrenamtlich. Auch er hat sich dem Förderverein zur Rettung von Schloss und Park angeschlossen. Hier müssen Gärtner her, die sich um die Bäume kümmern, die auch beschneiden zum Teil. Ne? Und eben, wenn die Bäume nicht mehr vorhanden sind, auch Ersatzpflanzungen vornehmen. Ne? Also wir konzentrieren uns immer auf die Gebäude, aber der ganze Park schreit nach Hilfe und Unterstützung. Wie viele in der Region ist Andreas Pasche zu DDR-Zeiten mit Schloss Reinhardsbrunn aufgewachsen. Als es Hotel ist, für betuchte Gäste aus Ost und West. Park, Restaurant und Café sind damals öffentlich. Reinhardsbrunn ist eine kleine Insel des Westens im Osten. Man hat ja auch ein bisschen Westen erlebt durch den Intershop, den es ja auch gab, obwohl man ja mit Valuta und Westgeld einkaufen konnte. Ich kann mich noch gut an die Umrechnungstafel erinnern, wo dann die Währungen aufgezeichnet waren und den Umrechnungskurs zum Dollar. Und das war immer schon eine Zaubertafel und man hatte ja nicht das Geld, man hat sich ja die Nase platt gedrückt. Aber allein, wenn man rein ist und man hat diesen Duft gerochen, diesen Duft des Westens. Und weiß Gott, dieser Duft ist mit der Wendezeit nicht mehr da. Und keiner kann mir sagen, wo er hin ist. Für die Thüringerin Elisabeth Hügel erfüllt sich in den 80er Jahren in der DDR ein Lebenstraum. Sie wird Empfangschefin im Schlosshotel Reinhardsbrunn. Die Zimmer sind gefragt. Und wenn nicht genügend Westler kommen, dürfen die Ostler rein. Und dieses Haus war ja Geschichte. Wer hier rein wollte, der hatte es schon zu tun, dass er mal rankam. Das war toll. Legendär. Legendär, muss man so sagen. Legendär, ist richtig, ist richtig. Und die Frau Hügel war da immer ganz nett. Wenn mal jemand nicht aus den Altbundesländern kam, dann hat die angerufen, geht das? Ja, geht. Und dann ging das. Hans-Christian Klimke aus Gera kommt mit seiner Frau zu DDR-Zeiten so oft er kann. Das letzte Mal sind sie Anfang der 1990er Jahre in Reinhardsbrunn. Danach nie wieder. Jetzt das Wiedersehen mit ihrem einstigen Traumschloss. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist wirklich schade. Das ist wirklich total schade. Das war alles neu gemacht. Alles. Da war das Parkett wunderbar, alles schön abgezogen. Als ich weggegangen bin von hier, war das alles neu. Der Ahnensaal. Unter den Thüringer Landgrafen speist hier zu DDR-Zeiten die Bevölkerung. Das Feudale ist nur noch Dekoration. Große Sessel, hier oben war es Kaffee. Große Tafeln. Man kam sich vor wie als, wirklich als Gast in einem Schloss, in einem richtigen Schloss. Das ist ja, ja, das war eben, das war wirklich Schloss. Man kann es nicht beschreiben, es war einfach toll. Ja. Wer etwas auf sich hält, der feiert hier. Im Restaurant gibt es alles, was in der DDR keineswegs selbstverständlich ist. Sibirischen Edellachs, Ananasringe auf Vanilleeis, Lendensteak à la Rossini, Trepang-Suppe mit Wachtelei oder Räucheraalpastete. Am Geld hat es ja keinen gemangelt. Geld war ja genug da. Geld war ja da. Geld hatten die DDR-Bürger alle. Ja. Die konnten ja nichts kaufen.
Fürs Auto haben sie 15 Jahre gewartet. Das ist doch so, das ist die Wahrheit. Wenn hier Tagungen waren, zum Beispiel Fleischermeister, ja, da hat der Parkplatz hier nicht ausgereicht. Die dicksten Autos hatten die Schausteller. Das war sagenhaft, wirklich. Die hatten die größten, die hatten alles. Doch hinter der feudalen Kulisse zeigt sich oft genug die bittere Realität des Staates der Arbeiter und Bauern. Wenn die Westler nach Reinhardsbrunn kommen, ist der Geheimdienst der DDR schon da. Besonders hochqualifizierte Wissenschaftler aus dem Westen, die oft zu Tagungen in Reinhardsbrunn sind, werden zum Ziel der geheimen Lauscher. Und da war das dann so ein bisschen vorgeschrieben, wer in welchem Zimmer wohnen musste. Und das habe ich im Anfang, habe ich das ja gar nicht begriffen, warum das so war. Und habe mal mir erdreistet, ein Zimmer zu tauschen. Da habe ich richtig Ärger gekriegt. Das darf nicht wieder vorkommen. Wenn das Zimmer vorgeschrieben ist, dann muss der Gast in dieses Zimmer kommen. Und ich habe das erst später begriffen, warum das so ging. Die hatten wahrscheinlich das Zimmer schon verwanzt, wo der rein sollte. Und ich habe dem das Zimmer nicht gegeben. Das war wirklich, das war große Sünde. Im Herbst 1989 wird der Graben zwischen Schein und Sein zu groß. Als die Stasi nach dem Mauerfall bei Nacht und Nebel das Hotel verlässt, das Ende der DDR kommt, sollen für Reinhardsbrunn eigentlich goldene Zeiten anbrechen. Der westdeutsche Anwalt Christoph von Berg wird in dieser Zeit zum großen Fan von Reinhardsbrunn. Heiratet hier? Und mietet die ehemalige Direktorenwohnung. Guck mal, was wächst denn da oben? Ein kleines Bäumchen. Auf unserem Balkon? Ja, auf dem Balkon. Ja. Und die Gardinen fandest du ja, immer und das zu kurz. Ja, die Gardinen waren immer sowieso zu kurz. Aber war adäquat. Doch als die Treuhand Anfang der 90er das Hotel an eine Investorengruppe aus dem Westen verkaufen will, wittert der erfahrene Immobilienanwalt Christoph von Berg nichts Gutes. Er entwickelt damals ein Gegenkonzept, das der Bedeutung des Schlosses gerecht werden soll. Da schreibe ich an den Ministerpräsidenten, darf Sie da im Namen der Landeskirche sowie der Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha'schen Familie bitten, im Interesse des Landes ihren Einfluss geltend zu machen. Christoph von Berg holt die Landeskirche, das Haus Sachsen, Coburg und Gotha und den Freistaat Thüringen ins Boot. Reinhardsbrunn soll als Hotel, Begegnungs- und Bildungsstätte erhalten bleiben. Also ich meine, das Land Thüringen hat alles gemacht, um dieses Schloss zu retten. Der Ministerpräsident hat sich damals schon für das Schloss eingesetzt. Von Berg, die Kirche, das Land, alle werben bei der Treuhand inständig für Reinhardsbrunn. Verweisen auf die große historische Bedeutung des Ortes. Doch es nützt nichts. Die Treuhand will verkaufen, so schnell wie möglich, an andere. Ich fand es unglaublich, mit welcher Art und Weise die Treuhand agiert hat. Aber das wird ja sowieso, das ist ja in anderen Fällen genauso gewesen. Und die Selbstherrlichkeit von einer Behörde, die sowieso von keinem überwacht wurde, es war ja nur darauf abgesehen, dass alles schnell irgendwie untergebracht wird, wo auch immer oder weg ist. Das war eine eigenständige Macht in der Bundesrepublik oder in den östlichen Ländern, gegen die man kaum was unternehmen konnte. Von Berg muss Mitte der 90er aus Schloss Reinhardsbrunn ausziehen. Er hat das Schloss immer im Herzen behalten, engagiert sich heute für die Rettung. Groll auf die Treuhand aber hegt er immer noch. Und damit ist er nicht allein. Wenn ich das hier sehe und mir überlege, was die Treuhand da angerichtet hat, das kann man gar niemandem sagen. Denn mit den neuen Besitzern, an die die Treuhand verkauft hat, beginnt der Niedergang von Schloss Reinhardsbrunn.
Das ist kulturhistorisch in Deutschland. Das ist nicht ein Schloss wie jedes andere, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wer einmal in Reinhardsbrunn war, der hängt hier dran. Und das war eigentlich immer so. Ja, das gehört zur Geschichte Thüringens, so wie die Wartburg dazu gehört. Richtig. Es wäre genauso, als hätte einer die Wartburg verkauft. Da tut er ins Herz weh. Ja, die Frau Hügel hätte das Hotel auch kaufen können. Und das muss ich schon sagen, das ist ein Frevel gewesen. Auch die leidenschaftliche Hotelfrau Elisabeth Hügel nimmt Mitte der 90er Abschied vom geliebten Schloss Reinhardsbrunn. Sie merkt schnell, dass die neuen Besitzer keine ernstzunehmenden Absichten haben. Das hat mir sehr weh getan, weil ich wirklich gerne dort gearbeitet habe. Es war wirklich eine schöne Zeit in Reinhardsbrunn, an die sich alle sehr, sehr gerne erinnert haben. Elisabeth Hügel aber will Hotelier bleiben und erwirbt ein ehemaliges Gästehaus der SED im benachbarten Bad Tabberz. Heute floriert ihr Hotel. Ja, so habe ich mich in dieses Abenteuer gestürzt. Ich sage heute immer, ich konnte damals Mut von Wahnsinn nicht unterscheiden. Und es ist wahrscheinlich auch so. In Reinhardsbrunn dagegen beginnt in den 90er Jahren der Verfall. Die Investoren, auf die die Treuhand vertraute, schließen zuerst das Haupthaus, später das gesamte Hotel. Sie haben keinen Plan für Reinhardsbrunn. Irgendwann ist auch der Park nicht mehr zugänglich. Wir haben ja gedacht in den 90er Jahren, es würde sich alles von alleine organisieren und geben. Es kommt also ein jemand, der das Schloss übernimmt. Das Schloss wird in seiner alten Schönheit erhalten und wird weiterhin für uns alle da sein. Und dann merkten wir dann Ende der 90er, das ist hier irgendwie ist was faul. Es wurde ein Zaun drumherum gemacht, es wurde entkernt, hier ging was vor. Und dann war uns allen klar, hier stimmt was nicht. Anfang der 2000er Jahre verramschen die Eigentümer das Areal für eine D-Mark. Es gerät in Besitz windiger Spekulanten. Der letzte belastet das Grundstück mit fast 10 Millionen Euro Schulden. Die Sicherungskosten für die verfallenden Gebäude aber müssen die Thüringer Bürger übernehmen. Bei mir ist es ein Stück Wut, weil ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass in diesem Staat, wo so viel Geld im Umlauf ist und wo so viel auch investiert wird, dass unser schönes Schloss zugrunde geht. Und aus der Wut kommt Aktion. Andreas Paasche und seine Mitstreiter kämpfen jahrelang für das Schloss. Pfarrer Christfried Bölter alarmiert die Thüringer Landespolitik. Christoph von Berg wird Chef des Fördervereins. Und gemeinsam erreichen sie etwas, was es in Deutschland noch nie gegeben hat. August 2018. Das erste Fest seit mehr als 20 Jahren auf Schloss Reinhardsbrunn. Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha ist da. Und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der verkündet an diesem Tag, was selbst Experten für unmöglich gehalten haben. Wofür sie und viele andere gekämpft haben. Die Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn durch den Freistaat Thüringen nach deutschem Denkmalschutzrecht. Wir gemeinsam müssen das gesamte Ensemble wieder so ins Leben bekommen, damit es für die gesamte Region wieder nutzbar ist und wir als Thüringerinnen und Thüringer Gäste gerne wieder hierher bringen und sagen, geht doch mal mit uns durch den Park. Thüringens verlorenes Paradies. Es ist jetzt wieder zum Greifen nahe. Für alle. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wir leben und aktiv sein müssen. Uns wird nichts geschenkt. Wir ruhen uns nicht mehr aus, wir gucken nicht zu, von den Zuschauern zu den Akteuren. Und jetzt sind die Bürger aktiv geworden und so soll es auch bleiben bis in alle Ewigkeit.